Sind jetzt beide offen von denen, oder... Tatsache. Aber ich traue dem Sachen nicht. Ah! Da ist was. Diese Wandnische ist leer. Können wir die Anna-Maria in die eine stellen und wir stellen uns in die andere? Anna-Maria, stellst du dich mal in eine der Nischen? Warum? Im Manuskript steht, wir müssten unseren Platz im Kreis einnehmen. Oh, ich verstehe. Was passiert dann? Tja, mit etwas Glück finden wir uns danach in der Schatzkammer wieder. Und ich kriege den Schatz. Oder wir sind tot. Das war der Plan. Aha. Wie bitte? Nichts weiter. Komm schon, Anna-Maria. Hey, was ist los? Es ist ein Riesenschritt, verstehst du nicht? Wenn der Schatz wirklich da ist, dann ändert sich alles. Aber doch zum Besseren. Glaubst du? Ich weiß es. Arm war ich oft genug. Vielleicht geht es ja gar nicht um Geld. Vielleicht nicht. Aber was immer passiert, die Art, wie wir beide das geschafft haben, wie wir zusammen waren, wie sich alles ergeben hat, das ist doch etwas Gutes, findest du nicht? Was Positives, was Gutes. Einverstanden? Einverstanden. Dann wollen wir mal. Du hast recht. Fangen wir an. So, so, so. Und es geht abwärts. Aha. Ah, und das ist das, was diese Seite hier war. Okay. Ja, soweit zu den Rätseln auf dem Manuskript. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist das der Schatz? Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Geht mir auch so. Weißt du was? Der stammt nicht aus dem Mittelalter. Der dürfte älter sein. Fast biblisch. Er wirkt so vertraut. Warum? Es gibt so viele Gemälde von Engeln. Du hast recht. Botticelli, Michelangelo. Aber keines ist so schön wie das hier. So, wie kriegen wir das Ding hier raus? Es kommt mir vor wie Diebstahl. Du spinnst wohl. Ich sehe hier sonst keinen, der so viel Zeit investiert hätte. Du hast recht. Komm, fangen wir an. Braves Mädel. Mir gefällt das nicht. Ja, genau deshalb. Diese Dinger sind doch dafür gemacht, dass sie an ihrem Platz bleiben. Und hier unten ist noch eine ganze Menge. Bevor das hier jetzt noch irgendwie, bevor wir hier jetzt gleich wieder eines seltsamen Todes sterben, wir nehmen einfach das Ding mal zum Spaß mit. Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Hübsch. Nette Falle. Okay. Was haben wir hier denn alles? Guck dich mal um, George. Akon. Zypern. Babylon. Alexandria. Moment, oder müssen wir es von der Seite hier nehmen? Nein, George, nein! Nein! Okay, gut. Das war Zypern. Rom. Rom. Ah, Moment, wir können die benutzen? Rom. Oder müssen wir die Anna Maria auf eins von denen stellen? Das mache ich nicht. Alexandria.
hier? Was ist das? Babylon. Babylon. Und was war das da? Konstantinopel. Istanbul. London. Paris. Ich verstehe es nicht so ganz. Gucken wir noch mal ins Manuskript. So, das hat uns ja alles... Moment, was war denn über den Engel? Das ist der Engel, der im Manuskript erwähnt wird. Also, wir kommen noch mal an. Erster Teil. Da steht... Zum Ersten finde die Ritter, die sich ein Pferd teilen. Und ergreife den Stein, um den Weg zu öffnen. Gut, ich glaube, das haben wir gemacht. Da steht... Zum Zweiten wende dich an die Wappen auf den Schilden. Und schließe den Kreis, auf dass die Ritter dich passieren lassen. Das haben wir auch gemacht. Jetzt kommt der dritte Teil. Da steht... Zum Dritten, folge dem weltlichen Weg des Meisters und erweise dich würdig. Zunächst die Festung, wo er kämpfte, doch schließlich der Macht der Mamluken unterlag. Dann reiste er in Longshanks schöne Stadt, wo er als Großpräzeptor empfangen wurde. Zum Tempel in Villeneuve, wo er zum Großmeister des Ordens ernannt wurde. Bevor er zu der Insel reiste, wo er Hof hält. Ich glaube, der Meister muss Jacques de Molay sein. Die Festung muss Akkon sein. Es werden die Mamluken erwähnt. Longshanks ist leicht. Das ist London. Der Tempel ist in Frankreich. Die Insel mit dem Hof. Welche könnte das sein? Okay, also nochmal. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Also, das war Akkon. Da steht... Zum Dritten, folge dem weltlichen Weg des Meisters und erweise dich würdig. Zunächst die Festung, wo er kämpfte, doch schließlich der Macht der Mamluken unterlag. Dann reiste er in Longshanks schöne Stadt, wo er als Großpräzeptor empfangen wurde. Zum Tempel in Villeneuve, wo er zum Großmeister des Ordens ernannt wurde. Bevor er zu der Insel reiste, wo er Hof hält. Ich glaube, der Meister muss Jacques de Molay sein. Also nochmal. Die Festung muss Akkon sein. Es werden die Mamluken erwähnt. Longshanks ist leicht. Das ist London. Der Tempel ist in Frankreich. Die Insel mit dem Hof. Welche könnte das sein? Okay, das kriegen wir jetzt hin. Also, wir haben Akkon. Guck mal. Alexandria. Wo war Akkon? Was ist das hier? Akkon. Akkon, okay. Akkon. Sehr schön. So, dann London. Konstantinopel. Nein, London bitte. Ist das hier? London. 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 Dann die nächste Stadt. Paris. Paris war es nicht. Was war das hier? Rom. Rom war es auch nicht. Was ist... Zypern. Zypern auch nicht. Aber dann nehmen wir doch einfach mal Paris. Paris. Ist der einzige Ort in Frankreich, der dabei ist. Paris. Und die Insel, wo er hochfällt, das war in Zypern. Tu es! Zypern. Und wenn wir jetzt das Ding hier mitnehmen... Ich hab ihn! Seltsam. Er ist viel leichter, als er aussieht. Oh, George! Er ist wunderschön! Ja, unglaublich! Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir rauskommen. Hier müsste doch was sein. Guck doch mal. Das ist die Plinthe für den Cherub. Sie steht exakt in der Mitte des Raumes, an der Stelle, die Jerusalem darstellt. Und wenn wir hier schieben? Halt! Bevor wir hier schieben, gucken wir nochmal ins Manuskript. Denn es gibt noch einen vierten Teil. Da steht... Zum Letzten. Um das Licht zu sehen, wende dich vom heiligen Zion ab. Und blicke zur großen Festung des Reiches im Osten. Der Sitz der Heiligen Kirche im Westen.
Die gelehrte Koptenstadt im Süden. Oh Gott. Okay, nochmal von vorne bitte. Da steht, zum Letzten. Um das Licht zu sehen, wende dich vom heiligen Zion ab. Also wir müssen von... Und blicke zur großen Festung des Reiches im Osten. Der Sitz der heiligen Kirche im Westen. Die gelehrte Koptenstadt im Süden. So, das müsste dann sein. Konstantinopel. Die große Stadt im Osten. Der Sitz der Kirche im Westen ist Rom. Und die gelehrte Koptenstadt. Puh. Weiß ich jetzt gerade nicht. Also, dann... Wer ist das? Konstantinopel. Konstantinopel. Okay, da geht's erstmal hin. In diese Richtung, bitte. Nein. Rechts. So, und jetzt drücken wir drauf. Jetzt gucken wir nach Konstantinopel. So, dann der Sitz der Heiligen Kirche. Das müsste hier... Rom. Rom sein. Den drehen wir jetzt nach... links müssen wir jetzt drehen, glaube ich. Und zu guter Letzt kommt dann Alexandria. Alexandria. Genau. Und Alexandria ist dann nochmal nach links gedreht, bitte. Und runter. Und auf ist es. Das hat geklappt. Verschwinden wir hier. Okay, damit haben wir das Manuskript abgearbeitet, Leute. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir noch nicht fertig sind. Irgendetwas kommt noch. So einfach war es noch nie in einem Spiel bei Baphomets Fluch. Geschafft, George! Ich weiß, wir sind doch genial, oder? Der Champagner geht auf mich. Keine Chance, das ist mein Job. Okay, dann spendiere ich das Essen. Abgemacht. Hey, wo langst du denn da hin? Und wo haben die Statue gerade versteckt? George, George, George. Ich frage mich, ob der was mit dir jetzt hat.